Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mount & Blade Robin. Diesmal wollen wir die Burg einnehmen. Mal wieder. Und lassen uns aber auch nicht davon abbringen, Burg belagern, Belagerungsturm errichten und Bau beginnen. Jetzt werden wir erstmal hier zwei Tage wieder vor der Stadt rumlungern und Zeit totschlagen. In der blinden Hoffnung, dass hier auch irgendwann mal... Ah, genau die vorbeikommen und uns angreifen. Nein. ja, das war armselig. Da kommen sie mit der ganzen Truppe. Jetzt, zweiter Versuch. Nein, sie werden wahrscheinlich unsere Burg angreifen wollen, oder? Sie trauen sich nicht ran. Selber schuld. Sie hatten die Chance, uns aufzuhalten. Jetzt werden wir unsere Soldaten zur Schlacht führen. Mit etwas Glück den Feind zur Schlachtbank. Eieiei, das ist nicht so gesund. Das ist nicht so gesund. Da kommt echt viel Geschosse rein. Oh, getroffen habe ich, aber... Das Problem ist, Geschosse sind einfach immer wieder tödlich. Egal wie dick die Rüstung ist und so. So ein Geschoss prallt nicht ab. Wo ist überhaupt unser Turm? Ach, da unten, der wird da hochgezerrt. Junge, Junge, ich glaube, da werden die Verluste doch riesig sein. Die wollen auch nicht sterben, oder? Na endlich, einer. Ah, das ist der zweite, sehr gut. Sehr nett von dir, aber ich sehe nicht, wenn du vor mir stehst. Ich meine, also gut gemeint war es ja, dass er sich vor mich stellt, um mich zu schützen, aber... ja, das mit dem Schießen wird mir schwer fallen. Auf wessen Seite kämpfst du? Hey! Oh, der war gut. Auch gut. Jungs, auf wessen Seite steht ihr eigentlich? Wenn ich gleich anfangen muss, meine eigenen Leute zu erschießen, ist mir das zu doof. Oh, wieder einer. Das ist so mühsam. Wir machen nicht genug Schaden mit der Armbrust. Oh, der war gut. Nochmal Treffer, jawohl. Ordentlich verfehlt.
definitiv zu wenig Fernkämpfer mitgebracht. Ich hoffe, das können jetzt unsere vielen, vielen Nahkämpfer ausgleichen, aber die Gegner sind stark. Da haben wir sehr viele gut trainierte Leute dabei. Ja. Könnten die mal bitte tot vom Dach fallen? Das ist ja furchtbar. Na also. Oh. Tiefer zielen, dann treffe ich ihn sicherer. Sehr was? Alle so viele Lebenspunkte. Jetzt geht's aber los, wenn ich wirklich immer wieder drei Bolzen brauche, um einen zu erlegen. Dann artet das aus. Oh, das war mal ein guter Schuss. Ah, jetzt geht's etwas mal zu unseren Gunsten weiter. Dich kriege ich auch noch runtergeschossen. Ja, vielleicht. Ha! Immer ein paar gute Treffer gelandet, das ist schon mal nicht schlecht. Muss ich mich erstmal wieder meiner Truppe anschließen, bevor unsere Verstärkung anrückt. Oh, wir feiern schon. Ha, das ist super. Wir haben es geschafft. Die Verluste waren gigantisch. Ja. Viel mehr hätten es nicht sein dürfen. Huskale bringen Geld. Wachen bringen Geld. Viele, viele gute. Dafür kriegen wir viele, viele schlechte in unserer Truppe zurück. Ach du meine Güte. Tigerbanditen dürfen bleiben, wo sie sind. Das ist mir egal. Verbrecher nehme ich nicht in meine Truppe auf. Dann überprüfen nicht, dass ich mich irgendwo verklickt habe. Ja, Verbrecher kommen nicht in meine Armee. Will ich nicht haben. Kann man natürlich mitnehmen, ist gar nicht so schlimm, aber für mich ein No-Go. Ist nur persönliche Macke von mir. Aber ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. So, sehr schön. Ein bisschen Kram geplündert. Ja, wem gebe ich hier was? Ich verlange es erstmal für mich selbst. Und als nächstes muss ich hier eine Garnison aufbauen.
Das mache ich am besten mit Wachen, alle 5, ne 7. Meisterbogenschütze bleibt hier. Ja gut, die Veteranen bleiben hier. Huskal bleibt hier. Elitekämpfer bleiben hier. Bogenschützen können noch weiter aufgewertet werden. Na gut, die kommen mit. Fertig. Die paar Leute müssen jetzt erstmal unsere neue Burg verteidigen. Wobei es nicht unsere Burg bleiben wird. Ich werde sie jetzt abgeben. Aha, oder auch nicht. Wird sie wohl doch erstmal verteidigen müssen. Jetzt harren wir erstmal 2 Tage hier aus. Was ganz schön an unseren Nahrungsmittelreserven zehren wird. Ha, hat sich erledigt. Oha. Wer ist das? Gut, er würde es normalerweise gewinnen, ihm helfe ich trotzdem. So, weiter geht's. Hier können wir eigentlich den Feind niederreiten. Wir haben so viele Ritter an Bord. Wir müssten eigentlich auf den Gegner draufprallen und die Hälfte jetzt beim ersten Angriff schon vernichten, wenn sich nicht zu viel im Weg stehen. Gut, sie stehen sich ein bisschen zu viel im Weg. Ah, jetzt läuft's. Jetzt haben sie die im Griff. Ha. Oh ja. Ach, wir sind gleich fertig. Ausgezeichnete Arbeit, Freunde. Wir haben jetzt einen Verwundeten. Unsere Verbündeten haben nur noch zwei verloren, statt wahrscheinlich viel mehr wie vorher. Oh ja, er ist begeistert. Wir haben noch mehr Gefangene. Und noch mehr geplündertes Material. So, erstmal nach Nara. Das Ganze zu Geld machen. Ach, die belagern das Ding schon wieder oder ist das eigentlich nur noch nicht verschwunden? Das ist nur noch nicht verschwunden. Gut. Ja, Gefangenenverkauf nehmen wir an. Können wir wieder verlassen, die Burg. Wir schauen noch schnell unserem Dorf vorbei. Nee. Im Ernst. So, erstmal alle aufwerten. Dann können wir die gleich verprügeln gehen.
So, los geht's. Ergebt euch oder sterbt. Er will sich nicht ergeben, dumm wie er ist. Und hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil der Gegner hier mit zwei Armeen anrückt. Verfehlt, war ja klar. So. Auf in den Kampf. Wenn die erste Schlacht geschlagen ist, kann ich dann auch die Kavallerie losschicken. Die soll dann hier den Trümmerkram einsammeln. Und los geht's. Kavallerie Vormarsch. Da kommen sie schon. Ha, erwischt. Ein paar Verluste werde ich wohl auch haben. Das wird aber nicht allzu groß werden. Ah, sehr schön. Der ist echt fit. Der wehrt hier alles ab und weicht aus und hält die Schläge ab und so weiter. Jetzt schon ein paar Mal ein Treffer. Ah, also. Hat schon ein paar Treffer abgekriegt, aber irgendwie keine richtig schwungvollen. Macht ja halt einiges aus. Ha! Die Reiterei ist lästig, also diese Bogenschützenreiter. Der Rest geht im Moment. Ah, sehr schön. Haben sogar mal einen General selbst getötet. Das ist schon mal wieder gut. Gut für die persönliche Moral. Also meine. Nicht von Eukalia selbst, aber ich finde das immer wieder mal gut, wenn ich einen von diesen Generälen selber erledige. Viele sollten jetzt eigentlich nicht mehr leben. Ach, ich treffe den nicht. Unglaublich. Ah, das ist besser. So. Es dürfte wirklich nicht mehr viel da sein. Es geht aber nicht nur mir so, dass ich an den Bäumen hängen bleibe. KI macht das auch manchmal, wie gerade gesehen. Ja, und der Sieg, er ist unser. Was? Ach, nö. 9 Leute haben überlebt. Aber nach dem Kampf müssen wir wirklich endlich in eine Großstadt Gefangene loswerden und vor allem auch
neue Rekruten sammeln und Plünderkram loswerden. Wertlosen Scheiß. Ah, sehr gut, das läuft. Sehr schick. Finde ich mal wieder den Überblick. Ah, super. Weiß gar nicht, wo der Feind überhaupt rumlungert. Aber wir haben gewonnen. Das ist schon mal schön. Ach ja, gut gekämpft. Geh nach Hause. Ja, ich schenke dir auch die Freiheit. Geh. Und Truppen. Yay! Plünderer bleiben weg. Die will ich nicht. Ach du meine Güte, was kann ich hier nochmal mitholen? Nehmen wir den, den, den. Nordkrieger. Ach, kann man ja alles mitholen. Sehr schön. Sind nicht viel wert, aber ich hole sie mal mit. Hier können wir noch ein paar dafür ehren, wie tapfer und gut sie gekämpft haben. Sehr schön. Und hier kriege ich ein massives Platzproblem. Gut, das muss so bleiben. Ich habe jetzt keine Lust, noch alles eigenhändig da durchzusuchen. Das dauert mir einfach zu lange. Jawohl, erste Rekruten. Hier kann ich wieder Plünderkram loswerden. Ja, kann ich wohl nicht. Aber ich hole mal die Körner mit. So, was muss ich noch zurückkaufen? Ja, okay. Dorfverwaltung, Schule. Weiter so. Auf nach Nara. Ich brauche definitiv wieder Soldaten. Einmal Schenke. Da stehen die ersten Soldaten, die ich wieder mitnehmen darf. Juhu. Ein Lösegeldhändler. Ich habe so lange auf dich gewartet. Er wird jetzt erstmal meine finanzielle Krise beseitigen, indem er alles kauft, was ich ihm hier anbiete. Und ich bin auch gerade in meiner Stadt, wo ich noch ganz viele andere Gefangene habe. So, das ist schon mal schön. Ein Sohn, Gefangene. Eieiei, das dauert immer so lang. Fertig, wieder in die Schenke. So, sehr guter Anfang. Das Ganze machen wir nochmal. Und das Geld müsste für den Anfang reichen.
Schön, schön. Dann schnell mal noch in die Verkaufshallen. Da können wir auch noch ein bisschen Geld verdienen. Indem wir diesen Kram loswerden. Hat das schon wieder zu viel gewesen? War ja toll. Ah ja, beim Rüstungsmacher. Da kann ich ganz viel loswerden. Und das Buch kann ich hier auch loswerden. Das haben wir schließlich durchgelesen. Das hilft uns nicht mehr. Ja, ich glaube, ich kaufe mir noch ein paar Brote und Honig auf jeden Fall mal. Brot. Was ist ein Honigbrot? Und noch ein bisschen was von dem teuren Korn. Ich muss mir demnächst wieder eine Quelle für neue Nahrungsmittel suchen. Und vor allem brauche ich neue Soldaten. Ganz, ganz viele. So, die Kergit werden wieder Lanzenreiter. Ich muss jetzt auch woanders sammeln. Oh ja, hier, das lohnt sich. Das ist echt super. Und als nächstes werde ich wahrscheinlich in Tulga aufschlagen. Am besten mache ich es gleich. Ich werde schauen, ob da jetzt neue Fürsten sind, die sich unserer Sache anschließen möchten. Und wenn ja, werde ich ihnen den Treueschwur abnehmen. Hoffentlich halten sie sich auch dran. Und dazu kann ich auch noch das ein oder andere Lehen vergeben. Also die Burg zum Beispiel kann ich einem vergeben, der halt eben noch nichts hat. Dalwasch zum Beispiel hat nichts. Ich weiß auch gar nicht, wie er zu mir steht. Aber ich werde ihn jetzt einfach mal an mich binden. Ja, die Wege verheeren noch mal ein paar von unseren Dörfern. Das finde ich nicht so schön. Einmal zur Burg. Hallo, Fürst Ralcha. Jetzt hätte ich es geahnt, da ist einer, der zu uns will. Noch einer. Und du gehörst schon länger zu uns. Mathild, hilf mir mal. Ich möchte einem Vasallen ein Lehen gewähren. Uhun für Dalwasch. Das weiß ich, dass er mich noch nichts hat. Ein paar hat's gestört. Lehen gewähren, Burg Uhun an. Ich glaube, der hatte was. Tuluk ist eigentlich immer sehr treu. Der kriegt jetzt einfach mal eine Burg. Stellt euch nicht so an. Ja, er ist auch so völlig, völlig verfallen. So. Zwistigkeiten beseitigen kann ich erstmal wieder keiner. Gut, das war eigentlich nicht verkehrt. Lebensmittel, hier nehmen wir noch ein bisschen Honig mit. Das können wir da reinlegen. Wurst, hey, Wurst haben wir lange nicht mehr gehabt. Käse. Früchte. Und Kohl. Ach, Kohl hatten wir noch, egal. Super, dann haben wir dann wieder was geschafft. Jetzt werden wir nur noch rekrutieren müssen, ausbilden und dann geht es in die nächste Schlacht. Diesmal werden wir eine Stadt angreifen. Hier hatte ich mir eine schon ausgesucht. Heimer,
Da waren, glaube ich, 200 Verteidiger drin. Die müssen wir relativ zügig ausschalten. Deshalb werden wir auch noch ein paar andere Truppen mitnehmen und einen großen Feldzug ausrufen. Und das wird die schon noch es fürchten lernen, die Vergier. Und dann werden wir uns nach Norden ins Vergierreich reinschlagen, wenn Rivaschek, ich zeig's noch mal ganz kurz, so, Rivaschek hier einnehmen. Was ganz wichtig ist, weil Rivaschek, das ist unsere beste Produktionsstätte, die momentan nicht funktioniert. Also sie funktioniert schon, aber wir haben keinen Gewinn draus. Normalerweise bekommen wir wöchentlich 1000 Dinare dafür. Müssen wir alles noch freikämpfen, machen wir aber wie gesagt alles in den nächsten Folgen. Und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.